zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu World of Warcraft, meiner untoten Kriegerin. Und wir haben letztes Mal hier aufgehört und sollen jetzt die Quest unter Feinden erledigen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier rüber zum Closet, okay? Ihr werdet feststellen im Laufe des Spiels, es gibt so einige Quests mit Toiletten. Hallo? Das verlassene Plumpsklo. Betretet das Landhaus auf dem Iva-Feld und sucht oben nach dem geeigneten Versteck. Blau stand Lord Darius. Umhang des Mutes bekommen wir dafür, okay. Achso, wir müssen hinterher. Okay. Na dann nach Ihnen, knochige Dame. Ab in den Schrank. Aber die reden selber nicht. Habt ihr meinen Vorschlag überdacht, Iva? Weshalb sollte ich euch jetzt vertrauen, Crowley? Ihr habt uns verlassen, uns im Tod geweiht. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, brauchen wir eure Hilfe. Unsere Rudel müssen sich vereinen, die Verlassenen werden uns sonst vernichten. Ihr seid der unangefochtene Anführer, Iva. Die übrigen Wilden im Silberwald werden tun, was ihr befehlt. Euer Krieg ist mir gleichgültig, Crowley. Aber ich habe aus nächster Nähe gesehen, wozu die Verlassenen fähig sind. Es ist wahr, sie jagen uns, schlachten die Schutzlosen ab. Ihr werdet also helfen? Ja, ich werde mein Rudel zusammentrommeln. Wir... Na? Mir scheint, als würden wir beobachtet, Crowley. Ihr seid weichlich geworden. Wahrscheinlich Graumines Fehler. Oh oh. Verräterischer kleiner Welpe. Oh je, jetzt haben sie gefunden? Was sagt ihr nun, Spion? Ich lebe und sterbe für die Banshee-Königin. Ich habe gehofft, dass ihr das sagen würdet. Was ist da unten? Ich werde das Rudel vorbereiten. Es wird einige Zeit dauern, alle zusammenzuziehen. Doch wir werden uns anschließen. Fürs Erste zumindest. Okay. Haben wir den jetzt belauscht? Und die Pirscherin liegt natürlich hier. Sie ist tot. Ja. So, wir gehen jetzt hier raus, müssen wieder zum Lager, aber das Schöne ist, manchmal ist der Respawn so schnell. Dann holen wir uns doch nochmal eben das Erz. Ach ne, das ist... Was haben wir da hinten? Erdwurzel. Na komm, wir kommen da gleich sowieso nochmal vorbei. Dip, 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 dip. So, einmal ins Lager zurück. Bericht erstatten. Entschuldigung. Ich meine, so Lausch-Quest habt ihr ja öfters mal. Hoffentlich ist das wichtig. Immer. Es ist immer wichtig. Jorik ist tot. So, ich habe den Umhang des Mutes bekommen und bin Level 16. Bringt Belmonts Bericht zu Fürstin Sylvanas Windläufer in der Kommandozentrale. Zentrale der Verlassenen im Silberwald. Niemandem. Machen wir. Meine Königin, ich habe Post. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ja, weiß ich doch. Crowley, eine lästige Schmeißfliege. Ein Insekt, das nur darauf wartet, unter meinen Stiefel zerquetscht zu werden. Er will also die wilden Worgen im Silberwand aufwiegeln. Wir werden ihm und seine Verbündeten die Macht der Verlassenen zeigen.
Aber zuerst müssen wir das Durcheinander beseitigen, das die Flotte des Kriegshäuptlings angerichtet hat. Ohne ihre Hilfe könnten wir diesen Krieg verlieren. Alles klar. Meldet euch bei Admiralin Hatchet bei der Rückendeckung der Verlassenen im Silberwald. Oh mein, keine Ahnung, was mit dem Mausrad bei mir los ist. Okay. Wo ist denn hier der Mister? Ich fahre mal eben darüber. Ja, wo ist er denn? Muss ich jetzt selber fahren, ja? Na gut. Dann fahre ich halt mal selber. Weil hier der da kommt. Na? Weil der fährt einen normalerweise. Oh. Was bist du? Ach, da spielt noch jemand. Hallo. Da drüben ist noch Kraut. Den hier meinte ich eben. Aber der fährt leider jetzt in die falsche Richtung. Herzelein. Da will ich nicht hin. So, wir nehmen die EPs immer schön mit, weil noch sind wir ausgeruht. Das heißt, es gibt 900 Punkte. Ist gar nicht mal so wenig. So, der Abenteurerführer ist jetzt auch schon aufgepackt. Und falls ihr euch wundert... Ihr entgeht mir nicht. Oh, du bist 19? Krieg ich dich down? Ach ja. Das ist zu weit entfernt. Oh, tschüss. Das war schon mal schwieriger. und falls ihr euch wundert, warum ich noch nicht in den Dungeon war, ich wollte warten, denn ab der nächsten Folge oder übernächsten Folge level ich nicht alleine, sondern ich habe dann noch jemand bei mir. Ich verrate euch aber noch nicht, wer es ist. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist, ne? Dann wird er noch offiziell vorgestellt. Zwergelein. Oh. Na, ja, das wollte ich schon mitnehmen. Na, aber lasst euch überraschen. Wolga. Einmal hinrichten. Fertig. Was haben wir hier? Silberblatt. Und irgendwo da ist das Lager, wo ich hin muss. Ich muss jetzt sowieso gleich nochmal überall lang. Ah, ich sehe den Flugpunkt schon. Ich sehe das Flugpunkt schon. Juhu. So. Also. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Zum Gastwirt. Hallo. Was ist? Nicht so unfreundlich. Vorsicht, Feinde im Übermaß. Ja, ja. Oh, diese Stressmacher hier, wisst ihr? Unglaublich. Was machst du da? Hallo? Ist das so original? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hallo? Juhu. Geht's dir gut? Nicht wirklich. Wir sehen aus, als wenn die... Okay. Ach, ihr seid besoffen. Wir sind besoffen. Kerze. Gemischt waren. Hi. Was braucht ihr? Erstmal reparieren. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Was ich dir in den Rachen schieben kann. Ja, früher haben wir halt auch Kette getragen. Kann ich Theo praktisch eigentlich immer noch machen? Mache ich jetzt auch. Ist immer noch besser als die kleinen Drecksstoffdinger da. Umhang brauche ich nicht. Gürtel. Okay.
Leder. Nicht. Der Tumor. Vorwärts zum Sieg. Ja, ja. Mit euch besoffenen? Nee, das glaubst du doch selber nicht. Guck sie dir alle an. Am Ratzen sind sie. Was schläft er noch? Ich wollte gerade sagen. Hier. Da liegen sie alle. Guck mal. Eieieiei. Ey, was bist denn du? Hallo, Buschhuhn. Ich glaube, die müssen wir gleich auch fangen. Das ist schon ein bisschen was her, dass ich hier gequestet habe. Wer ist nicht betrunken, Torok? Hallo. Kraft und Ehre. Fiasko könnte als eine der größten Peinlichkeiten in der Geschichte der Seekriegsführung eingehen. Wie ist das passiert? Trunkenheit ist passiert, so war das. Bergt 5 Seebären, falls ihr unerwartet euren orkischen Süßwassermatrosen. Admiralin Hatchet. Alles klar. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt diesen Bereich hier weitermachen, mache ich hier einmal Cut und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also es wird das nämlich zu lang. Also ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.